Guten Tag, mein Name ist Yvette Jung. In diesem Video sehen Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, dass Sie den Schleim Ihrer Kinder ein bisschen lösen können und sie zum Abhusten animieren können. Sie haben die Möglichkeit, nach der Inhalation die Kinder einfach mal in irgendeiner Art und Weise hüpfen zu lassen. Auf einem Gymnastikball ein bisschen hüpfen oder auch mal auf der Couch, wenn das erlaubt ist, oder auf dem Bett, bis die Kinder dann wirklich den gelockerten Schleim einmal kräftig abhusten können. Nochmal hören, kommt Husten raus? Ja, jetzt ist er draußen. Brav, ganz toll gemacht. Sie können außerdem den Kindern den Schleim auch abklopfen. Bei den größeren Kindern können Sie das so machen, dass er einfach die Lunge am Rücken, einfach nach der Inhalation, ich zeige Ihnen das mal hier an der Puppe, dass Sie einfach hier an der Lunge von unten nach oben schön abklopfen. Einfach mehrere Male und möglichst immer in die Richtung, in die wir den Schleim haben wollen. Sie können mit den Kindern auch Spiele machen und zum Beispiel irgendwelche Lieder singen, Äpfel schütteln und den Schleim dann lösen, Birnen schütteln und den Schleim lösen. Da haben Sie ganz viele verschiedene Möglichkeiten und können da auch kreativ sein. Wichtig ist, nach der Inhalation löst sich der Schleim und wir wollen den Schleim hinausbekommen und da können Sie Ihre Kinder unterstützen. Jetzt schütteln wir mal die Birnen. Am Baum die Birnen schütteln. Und die Äpfel kommen ja auch noch runter. Kommt jetzt der Husten? Ja, jetzt kommt, da siehst du. Kannst du dann immer wackeln und hüpfen. Und dann kommt der Husten raus. Ist das gut?